Hey guys, willkommen zurück bei Zelda Skyward Sword. Das letzte Mal haben wir den fünften Dungeon, die Sandgaleone, abgeschlossen und Daidagos, das Medusa-Tintenfischmonster, besiegt. Hier ist unser verdienter Herzcontainer. Doch wo ist die Flamme, die wir ja eigentlich suchen? Insgesamt war der Dungeon cool, aber leider auch wieder zu leicht. Man musste nicht wirklich nachdenken. Und der Boss war eigentlich auch zu leicht. Er hatte mehr Glück als Verstand. Konnte uns ein paar Herzen schon abziehen, aber ja, alles in allem ein Noob. Wenngleich er auch der zweitcoolste Boss war. Irgendwie. Jetzt wird erstmal unser Schwert stärker und länger. Ach, das ist so herrlich, zweideutig. Gib mir die Power, Baby. Nairus Flamme hat dein Schwert gestärkt. Fei erhält neue Macht. Du kannst nun mit der Aurasuche mehr Dinge erspüren. Oho. Die wären... Fast schon Styling. Und nun haben wir auch das zweite Triforce-Teil. Ja, sag was. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehre dafür zurück zur Stätte der Lieder. Gut. Sollte ich hier in der Wüste noch irgendwas vergessen haben, dann schreibe das mir bitte in die Kommentare. Vielen Dank für deine Hilfe. Allerdings sieht mein Schiff ganz schön mitgenommen aus. Da steht uns viel Arbeit bevor. Ich hoffe, dass auch du deine Freundin bald finden wirst. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du willst. Ich freue mich auf dich. Bzz. Ja... Eins werde ich noch kurz machen. Und zwar werde ich zu dem Piratenversteck zurückkehren. Da hat nämlich jemand geschrieben, ich soll den Käfer ins Nasenloch des Hais schicken. Mal schauen, ob da irgendwas Cooles ist. Tja, wenn da was war, dann kann ich es jetzt leider nicht mehr erreichen. Der Winkel ist unmöglich. Falls es jemand von euch probiert hat, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, damit wir alle schlauer sind und wissen, was man da bekommen kann. Ja, wir haben ja ein paar Artefakte gefunden. Und die Karte sagt, dass hier eins, also eine Truhe ist. Nur wie komme ich da rein? Das sieht mir jetzt nicht aus wie so ein Greifhakenzeichen. Ah, doch, ist es sogar. Okay. Ach, ach oh, das ist ein Stück Efeu. Ja, ja, das geht natürlich auch. Und hier finden wir... Medizinmedaille. Trägst du sie bei dir, kannst du Effekte deiner Tränke verlängern. Nimm sie mit, wenn du Tränke im Gepäck hast. Mhm. Also zum Beispiel den Ausdauertrank oder so. Okay. Und die andere Truhe, die wir bekommen können... Hier im Wolkenmeer, die ist direkt auf der anderen Seite. Ich bin hier gerade, wie ihr seht, beim Roulette. Können wir noch mal kurz die Karte zeigen, damit es ganz offensichtlich ist. Und wir müssen jetzt dahin. Ist hier irgendwo ein Turbo?
Turbo, Turbo. Da ist ein Turbo. Und natürlich noch im Wolkenhort. Also da gibt es noch ein paar Truhen, aber da müssen wir sowieso jetzt hin, weil ich habe da einiges zu tun. Ich will ein paar Herzteile haben. Ich will ein paar Juwelen der Güte haben. Und ich will so langsam mit den Sidequests am Ende ankommen. Wir haben nämlich schon sehr viel geschafft. Aber naja, wir sind ja insgesamt schon, würde ich mal sagen, so drei Viertel mit dem Spiel fertig. Also schon recht erfolgreich. Ja, wir fliegen allerdings momentan nicht zu unserem Ziel. Ist ein bisschen abweichend. Also momentan müsste ich die Truhe im Bazar bekommen können, bei Pika. Ich muss es jetzt auch langsam schaffen, dass sich Pika endgültig in mich verknallt, damit ich die Juwelen der Güte bekomme. Und dann möchte ich ganz gerne in Zeldas Zimmer. Ich möchte das mit den Ausdauertränken abschließen. Das können wir jetzt nämlich machen, wenn wir die Sandgaleone geschafft haben. Und eventuell noch dem Tränkebrauer helfen, denn sein Kind ist gerade ziemlich laut. Und da gibt es jetzt eine Sidequest. Die konnte ich auch schon davor machen, aber hab's nicht ganz geblickt. Und denn. Aber war diese Truhe hier nicht schon vorher verfügbar? Warum habe ich ihn die nicht geholt? Gab es dafür irgendeinen Grund? Ich glaube, jetzt bin ich scheiße abgesprungen. Ja, bin ich. Wo ist denn die Truhe? Ich sehe da nichts. Hä? Wo ist die Insel jetzt überhaupt? Okay, nochmal Schwung holen. Das kann ja mal gar nicht angehen. WTF? Where the fuck ist die Scheißinsel? Mann, jetzt ey, muss ich ja ganz nach oben, wenn ich noch irgendwas sehe hier. Alter Schwede. Ist es das? Ich hab keine Ahnung. Man sieht einfach nichts. Moment mal, gab's nicht auch nicht so eine Ansicht? Ja, genau. Da ist es, das ist es. Hier. Okay, und da springen wir jetzt ab. Das mache ich übrigens gerade mit Z vom Nunchuck. Diese Ansicht. Oh ja. Da fallen wir jetzt erstmal eine halbe Stunde. Ach so, das ist da, wo wir tauchen müssen. Gut, das können wir noch nicht allzu lange. Link, zieh deine Eisenstiefel an. Die du leider nicht hast. Dann wären wir schneller unten. Direkt ins Wasser. Platsch. Ja klar, landet ganz sicher im Wasser. Normalerweise bei dem Aufprall wärst du sowas von tot. Aber naja. Link ist halt Link. Nicht wahr? Der Kanal ist. Hier in dieser Truhe ist... eine Herzmedaille. Wir können also auf noch mehr Herzen treffen. Wenn wir die anziehen. Eine haben wir ja schon. Also ich würde fast behaupten, wenn man beide anhat, kann man ja fast gar nicht mehr sterben. Ist echt viel besser als diese Medaille, mit der man ein festes Herz mehr hat. Völlig unnötig. So, jetzt werde ich zum Wolkenhort fliegen. Und dort dann... ja, was machen wir denn eigentlich als erstes? Ich würde fast sagen, wir gehen als erstes in Zeldas Zimmer. Da habe ich schon einige Tipps erhalten, wie das gehen soll. Mit dem Greifhaken geht das. Und... wir müssen aufs Dach der Ritterschule. Und da muss es irgendwo eine Greifhakenmarkierung geben und dann einen Gang. Und so kommen wir dann in Zeldas Zimmer. In ihrem Kleiderschrank. Wo Link natürlich reinschauen muss, die elendige, geile Sau. Die Perverse. Finden wir ein Herzteil. Und dann sollten wir direkt schlafen gehen. Weil in Zeldas Zimmer nämlich auch noch ein Juwel der Güte ist. Ja, doppelte... Fundsache. Gerade noch so richtig gelandet. Jetzt halt erstmal rausfinden, wie wir aufs Dach kommen. Von der Schule. Aber das finden wir schon raus. Greifi.
Muss ich mich hier entlang hangeln? Hier waren wir ja ganz am Anfang des Abenteuers, als wir dem Schönling geholfen haben. Ja, da ist zumindest eine Ranke. Ich glaube, wir sind hier gar nicht falsch. Ja, 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 da ist was, da ist was. Du. Fallen lassen in den Schornstein, okay. War das richtig? Ritterschule? Sieht gut aus. Siebenhundert! Und einer. Dalmatiner. Ja, das sieht nach einem Mädchenzimmer aus. Da ist der Kleiderschrank, nehme ich an. Und da ist auch das Herzteil. So, jetzt schlafen gehen in ihrem Bett. Boah, es riecht bestimmt gut. Genieß es, Link. Da ist es ja schon. Juwel der Güte erhalten. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir müssen jetzt zu Pika gehen. Ich muss ihr Item-Lager benutzen. Da ich eine zusätzliche Flasche brauche. Ach so, das war ja falsch. Weil ich habe ja jetzt schon drei und die sind voll mit Tränken. Und ich müsste jetzt, halt, um den Ausdauertrank zu kaufen, einen Trank verschwenden. Ach so, Moment mal. Ich habe gar keine vier Flaschen, stimmt's? Scheiße. Gut, dann müssen wir damit wohl leider noch warten. Müssen wir leider noch warten, ja. Fuck. Dann brauche ich eventuell wieder den Tag. Weil ich nämlich in den Bazar muss. Aber andererseits, wir können hier auch noch eine Truhe finden. Und ich glaube, ein Juwel der Güte auch noch, oder? Haben wir das nicht schon? Bin ich mir gerade unsicher, aber mindestens ein Herzteil finden wir dort oben noch. Wie komme ich auf diese Insel hoch? Gib mal her da. Da müssen wir hin. Keinen blassen Schimmer. Es muss mit dem Greifhaken gehen. So viel steht fest. Von hier aus, oder was? Oh oh. Ich glaube, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, es war nicht gut. Jetzt bekomme ich wieder aufs Maul. Du kannst gar nichts, Mann. Pass doch auf, wo du hingehst, du Schmust. Du langweilst mich. Du mich auch. Will doch nur wissen, wie ich da hinkomme. Ist das denn verboten? Wow, gibt's hier viele Rubine. Tschüss. Versuchen wir es mal vom Wasserfall aus. Hier irgendwie. Da konnte man doch auch hoch. Vielleicht komme ich ja über die anderen Inseln zu der einen da. Gut, ist jetzt vielleicht ein wenig unwahrscheinlich, weil die auf der genau anderen Seite sind. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst probieren sollte. Leider. Blöde Katze, Mann. Die will mich auch schon wieder verfolgen, das elendige Viech. Von hier aus muss es doch gehen. Oder nicht? Das ist der einzige Weg, wo ich hochkomme. Das da hier. Und diese Truhe haben wir schon mal geöffnet. Dieses Jahr nicht. Da ist auch nichts mehr.
Sicher bin ich mir jetzt nicht, ob wir hier schon mal ein Juwel der Güte oder sowas gefunden haben. Aber hier ist auf alle Fälle nichts. Ach so. Das ist es sogar. Wir sind richtig. Und da ist auch das Juwel der Güte. Ja, ist ja alles perfekt. I like that. Da müsste jetzt ein Herzteil drin sein. Schön. Yeah. Und Juwel der Güte. Nehmen wir auch noch mit. Jetzt machen wir ganz kurz Tag, damit wir mit dem Tränkebauer sprechen können. Und dann seinen Auftrag ausführen können. Wenn ich wüsste, wo der wohnt, würde ich den Auftrag auch so annehmen. Vielleicht muss man das sogar in der Nacht machen. Das wäre aber ziemlich doof. Weil ich echt keine Ahnung habe, wo der wohnt. Cookies Haus. Da werde ich jetzt schlafen gehen. Im Bett von Cookie. Oh, das ist ja eh ziemlich groß. Bis morgen möchte ich schlafen. Das ist dieses eine Kind, das mal verschollen war, wenn ihr euch erinnert. Ist auch schon lang her. Huiuiui. Bestimmt 30 Parts. Ach, Moment mal. Die Truhe bei Pika, die können wir ja auch noch gleich öffnen jetzt am Tag. Im Bazaar. Stimmt. Ich werde dann offscreen wieder ein bisschen das Item-Lager benutzen, damit die Liebe zwischen mir und Pika steigt. Oh Gott, das wird meine Freundin gar nicht gerne hören. Aber es ist ja nur im Spiel. So. Da ist sie schon. Hi. Die Truhe ist hier. Die können wir auch endlich aufmachen. Und da drin ist was? Da sind 300 Rubine. Also jetzt nichts Weltbewegendes eigentlich. Kann ich eigentlich Items verbessern? Greifhaken oder so? Länger machen? Weiß ja nicht. Ginge das? Oder der Bogen? Der Bogen kann verbessert werden. Oh, und dazu brauche ich Wüstengras. Verdammt. Das werde ich dann auch offscreen holen. Was willst du? Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Die neue Kraft deines Schwertes ermöglicht dir nun die Suche nach Schätzen mit Hilfe der Aurasuche. Wähle einfach Schätze als Ziel für die Aurasuche aus, wenn du diese Funktion nutzen möchtest. Wie? Ich kann da alles finden, oder was? Endgeil. Fei wird nützlich. So, wie man hört, das Kind macht ziemlich einen Radau. Ich möchte ganz gerne hier jetzt den Auftrag annehmen. Es tut mir leid, dass ich hier so vor mich hin seufze. Ich bekomme nur nachts keinen Schlaf mehr. Nein, ich wollte mich vor den Kunden nicht beschweren. Tut mir leid, weiter geht's. Willkommen im Trankladen. Wie jetzt? Ja, habe ich jetzt den Auftrag angenommen oder nicht? Er bekommt nachts keinen Schlaf mehr. Heißt das, ich muss ihn nachts nochmal besuchen kommen? Ja, Fragen über Fragen. Klärt mich bitte in den Kommis auf über sämtliches Zeugs. Ich werde Wüstengras offscreen holen, damit wir unseren Bogen verbessern können. Dann werden wir im nächsten Part diesen Auftrag auffüllen, ausfüllen mit der Rassel. Und dann eigentlich auch schon weiter in der Story gehen, weil ich ja das mit dem Ausdauertrank nicht machen kann. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr geplant gehabt, Sidequest-mäßig. Ja, ich glaube, das freut euch sowieso. Dann bis zum nächsten Mal bei Zelda Skyward Sword. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, unterstützt mich und den Part. Mit einem Daumen hoch und einen Kommentar. Aber Kommentare kommen wahrscheinlich sowieso viele, weil ich viele Fragen habe. Oh, das Kind schreit. Habt Mitleid. Bis zum nächsten Mal bei Zelda Skyward Sword.